liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir machen heute weiter. Wir müssen ja hier noch irgendwie rauskommen. Wir müssen beziehungsweise unsere Freunde retten. Kann ich hier irgendwie raus? Ja, kann ich. Da nehmen, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Ich bin gerade angezeigt zu klettern, oder? Warte mal. Jetzt. Da will ich hin. So, und dann versuche ich da hochzukommen. Oder geht das nicht? Doch, da geht's hoch. Wunderbar. Zack. Greifhaken und ein gehakt. Und auf nach oben. Mein Bärchen ist auch mit am Start. Und jetzt müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Es kann... Wie hast du das denn so schnell hier reingeschafft? Na, soll mir recht sein. Also wir schauen uns erstmal um. Es war nicht hier irgendwie auf Bö und ich sage. Krieg ich dich nicht da rein? Ich nicht. Brenn das Lager nieder. Meine ich euch das. Auf geht's. So, warte mal. Ah, mein Handy klingt. So nenne ich mich gerade, warum ich überhaupt die Musik gerade im Hintergrund habe. So, sorry. So, tot. Tot. So, wir räumen jetzt gerade mal ein bisschen auf, machen mal ein bisschen Schaden. Geh weg, Bär. Oh, geh weg. So, wir räumen jetzt. Weg, geh mal aus, Licht. Ei, ei, ei. Aua! So, ich muss mich gerade komplett heilen. So, du bist ja mal heilen gerade. So. Puh. Das war jetzt gerade ein bisschen Arbeit. So, wir müssen wieder ein bisschen Dings machen. Ein bisschen Schaden machen.
Missvieh. Was für Typen, ey. Die fressen aber. Schnauze. So, gehen wir auf den Sack, Alter. So. Wir müssen immer noch das Lager niederbrennen. Das müssen wir gerade auch machen. Boah, der Typ hat gefressen ohne Ende. Der nächste Nachschub. Hör mal. Fick mich. Fick dich, Alter. Lass mich in Ruhe. So, ja, wir nehmen alles. Gutes Bärchen. Kann ich die weiter entzünden? Geht das nicht wieder hoch oder was? So, ich muss da wieder rein. So. Pfeil anzünden. Das sollte es eigentlich sein, wenn das Ding jetzt zusammenkracht. Oh, Gott sei Dank. So, verlasse das Lager. Nein, ich sehe überall das. Komm, Abflug. Was? Klatsch, aua! Winja, du hast die. Tja, Moro. Du lachen die. Nur
Imo! Hey, guarda, ti hest. Ube mi! Che si la hueg por he, hiost? Dod, we hesti su mieti. Elos es sinuella. Oro son recti versi. Silach. Moheochte. Oi, oi, negi beresi. Was? Oi, oi. Batterie. Batterie? Shit. Ich muss hier raus zu müssen irgendwie. Gib mir einen Sack, aber. Willkommen den Flammen. Wollen wie? Komm, wir gehen da runter. Vielleicht einfacher. Verlasse das Lager Bächen. Dann gehen wir da wieder raus, wie wir reingekommen sind. Dann kennen wir den Weg hier. Die Gefangenen-Venger habe abgeschlossen. Sehr geile Mission, muss ich sagen. Auch wenn man da mal ein bisschen tricky war, aber sie war gut. Sie hat Laune gemacht. Suchelhain be winja salwata. Mas brastar. Shai you guarsta. Shajan, Suchelhain, Suchelhain. Sam winja huhinaja. Battery. Hasta. Sustugistar. Charda hapuris. Battery. Winja si dahisna damshadaha. Udana su. Sam prasti, battery widam. Sadwis widam. Sustugistar. Por bijanha. Por tanji. Sasam. Snar dagua. Bupaila buha guarpeti. Machi battery. Madeta. Thank you.
Feuergreifer Bollwerk. Erobere diese schwer bewachte Bollwerk der Izilla. Okay, dann können wir. Das wäre der nächste Punkt. Sagen wir jetzt nicht, dass das so mega weit aus. Neue Fähigkeiten. Schau mal hier oben. Minder. Okay. Karte. Na gut, wir hätten jetzt mega weit einen Weg zu laufen. Aber es ist so mega weit, Alter. Da müssen wir hin, okay. Weil der Vorteil ist, wir haben ja ein bisschen Wegpunkte und alles drum und dran, ne? Theoretisch wäre natürlich jetzt hier wieder dieses Feuerkracherboy weg. Die Schwierigkeit sehr schwer, okay. Was war hier? Großer Dava. Udam. Also wir könnten hier die Udam machen oder wir könnten hier unten noch die Izilla machen. Ah, die Frage ist, was ist angenehmer, ne? Die Frage ist, was ist angenehmer? Ich meine, ich kann jetzt den Außenposten hier wieder als Dings nutzen, dann kann ich mir das eine Teil da holen, den einen Außenposten. Ja. Das ist eine Überraschung. Dann gehe ich jetzt hier auf die Schnellreise. Dann machen wir erstmal die Udam zu Kleinholz. Mal irgendwie Zeugs, ne? Zum Nacharbeiten. So. Das Gute ist, dass wir mittlerweile so weit unsere Fee. Ja gut, die will ich jetzt eigentlich gerade in Ruhe lassen, die Viecher. Obwohl wir da eigentlich hätten haben müssen. Eigentlich ist ein anderer Plan. Und zwar möchte ich diesen dieses Leuchtfeuer hier noch machen. Auch in dieser Folge noch. Entschuldigung. Und dann machen wir Feierabend. Ich will mich in einen Wegpunkt noch unbedingt haben. Warte mal. Da. Auch wenn meine Stimme gerade sich ein bisschen angeschlagen handelt. Tut mir das gerade mal leid. Nein, ich bin nicht erkältet. Also nicht, dass ich wüsste. Alle Gegner und zündet das Leuchtfeuer. Wir suchen erstmal unser Zeug hier gerade zusammen, weil wir brauchen ja dringend wieder neues Holz. Vor allen Dingen für die neuen Speere. Zack. Loot, loot, loot. So, 24 neue Dinger. Das Gwarra-Schna-Leuchtfeuer. Da oben ist das. Okay. Ui, hau ab von mir. Eieiei, hey, geht mir gerade ein bisschen auf den Piss. Ich kann nichts hören. Mal welchen holt's ihn gerade, den einen?
Den holst du dir gerade. Gut, wunderbar. Und dann fehlt da nur noch, glaube ich, ein oder zwei. Das war's. Das war der letzte. So, jetzt müssen wir noch schnell das. Jetzt müssen wir noch das Feuer öffnen. Ja, wie auch immer. Und wir holen jetzt das Leuchtfeuer noch. Und dann haben wir das soweit geschafft. Das Gwarashna-Leuchtfeuer ist erobert. Wir haben 5 von 16. Wir haben die Venia-Bevölkerung geholt. Wir haben 600 Erfahrungspunkte geholt. Also waren wir auf jeden Fall schon mal. Ach, da läuft noch einer rum, oder was? Geh mir auf den Sack, Alter. Drecksack. Bisschen heil. Hier, mein Freund. Neue Fähigkeiten auf jeden Fall auch gekriegt. Wir können jetzt ein bisschen Zeug sich suchen. Aber in erster Linie haben wir mal schon mal einen weiteren Wegpunkt. Zumindest hier hoch. Da unten ist wieder so ein Ereignis. Komme ich da jetzt ohne Problem runter? Da hinten. Warte mal, kriege ich das hin mit der Eule vielleicht sogar? Warte mal, kann ich das nicht eigentlich? Wäre mir schön, wenn sie das könnte jetzt. Ja komm, dann machst du. Ah, du Pisser, Alter! Aua! Geh mal hier auf den Sack, Alter. So, Dings ist erobert. Beziehungsweise, wenn ihr eigentlich ist abgeschlossen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry Primal. Und dann würde ich sagen, könnten wir hier tatsächlich nochmal den Schneeschwalder Außenposten erobern. Und jetzt hier so ein bisschen hoch durcharbeiten. Aber hier ist noch was. Der Stammeskonflikt vernichtet. Ich sage, um die feindlichen Vormarsch zu stoppen. Sehr schön. Na gut. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Auf jeden Fall. Gut. Da würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry Primal. Und ja, Step by Step arbeiten wir uns ein bisschen durch die Karte durch. Ob das jetzt ein 100% Let's Play wird, wahrscheinlich eher nicht. Sondern einfach nur ein reines Story-Let's Play. Aber die meisten Sachen müssen wir ja unterwegs sowieso machen. Weil ihr seht ja auch zum Beispiel, dass wir hier so viel noch haben und alles drum und dran. Also wie gesagt, ein reines 100% Let's Play würde es eher nicht werden. Also ich bin da mal eher auf Story ein bisschen ausgelegt und alles drum und dran und nicht wirklich auf 100%. Ich glaube, es gab ein Spiel, was ich wirklich auf 100% gespielt habe. Das war Need for Speed Most Wanted. Da habe ich wirklich alle Rennen gefahren, aber ja, normalerweise bin ich ein reiner Story-Let's Player und nicht wirklich auf 100%. Aber wie gesagt, das Spiel macht eigentlich Laune und alles drum und dran. Ich kann euch schon davon danach mal ankündigen, sobald wir hier mit durch sind, geht es dann weiter mit Far Cry New Dawn. Und da habe ich einen Abonnenten, der unbedingt mal mit mir zocken möchte, der mir auch schon mehrmals schaut, ey, kann man mal zocken, kann man nicht mal zocken, alles drum und dran. Ja, können wir auf jeden Fall demnächst mal machen, wie gesagt, sobald ich hier mit dieser Story durch bin, dann werden wir das machen, weil ich dachte mir, zweimal Far Cry auf meinem Kanal eher nicht so der Fall, passt eher nicht so, weil ich eigentlich ungern zwei gleiche Let's Plays machen wollte. Ich hab das vor Ewigkeiten mal gemacht mit Need for Speed, da habe ich, glaube ich, Need for Speed Underground und irgendeinen anderen Teil noch zusätzlich dazu gezockt und alles drum und dran. Mangels Alternativen. Der war hier, wenn ich möchte, das eigentlich nicht machen. Ich möchte mich gerne auf einen Teil auch in der Reihe konzentrieren. Und das ist momentan Far Cry Primal. Und danach werden wir uns auf Far Cry New Dawn konzentrieren. Ja, aber wie dem auch sei. Ich bin jetzt erstmal raus. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 16 Uhr, wenn ihr darauf Bock habt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.